wirklich ein gut gekleidetes bin ich. Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Boah, ist ja fies. Mi dispiace, kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Verstärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Ja, das ist doch praktisch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Jo. So, zwischen Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Ja, klar. Das heißt, ich muss mir gleich so eine Gruppe Roma schnorren. Achso, oh, das ist ja praktisch. Stehen da alle schon. Finde. Auf der Karte werden rote und gelbe Punkte angezeigt. Die roten, das sind die byzantinischen Templer. Und die gelben, das sind die Osmanen. Genau. Ja, die Osmanen. Und die kann man auch gegeneinander aufhetzen. Das finde ich ganz praktisch. Und da sind wir dann auch bei den heilen wir an. Einverstanden. Gehen zwischen den. Das ist doch so. Die führen mich jetzt zu dieser Truhe. Ruckel, ruckel. Und da kann ich dann mein Gift benutzen, wovon ich nur noch zwei Stück habe. Sehr effizient. Das Gift gilt für beides. Das heißt, wenn ich das verschieße, dann geht auch mein Gift zum Abstechen weg. Gute Arbeit, Hefe. Ja, okay. Es sind aber viele Leute zum Vergiften. Ich muss echt sagen, die Kurtisanen aus Resort haben mir ein bisschen besser gefallen. Finde ich erfrischend. Gut. Gott. Unglaublich, wie schwer das Ding ist. Was ist los? Ist er krank? Okay, mein Gift geht dadurch nicht weg. Das finde ich super. Lasst ihn. Wir müssen weiter. Können wir mal aufhören zu spatten? Ist ja auch sehr unauffällig, dass er einfach so zwischen einer Gruppe Frauen nicht auffällt. Beim zweiten Kill ist es schon der Fluch der Roma. Keine gute Idee. Oh. Ich habe das schon mal gesehen. Das ist der Tanz der Derwische, nicht?
schickt die Leute einfach weg? So macht man das. Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Belladonna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Kennt ihr den Begriff Ägyptier? Kenne ich. Sie. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Die Menschen urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. Menschen sind dumm. Oh, ich finde das so cool, dass sie alle von mir wegrennen. Ezio, das ist meine neue Waffe und die Truhe. Ist doch meist die beste. Lalalala. So, da gibt's die Truhe wieder zurück. Die neue verfluchte Waffe Nummer 1. Ihr solltet es zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. Geld leihen, ja, aus der verfluchten Truhe. Ah, und da kann ich den nächsten Assassinen befreien. Das machen wir doch jetzt direkt mal. Ach, oh, dem Bürger helfen, der wird also angegriffen. Oder wird er? Tussi, die mir hilft. Und ihr müsst keine Angst haben. Gut. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Sehr cool. So. Gehen wir mal zu diesem Bombending. Weil da kann man nämlich auch Missionen für Assassinen verteilen. Ja, genau. Das ist ein bisschen Taubenkasten. So. Aha, wurde zum zweiten Raum befördert oder da befördert. Oh, Signale. Okay, Rekrut, Rekrut. Okay, die ist Level 1. Mediterrane Verteidigung. Erstmal Buchse weiter einnehmen. Mittler angreifen. Überweg. Buchse. Ja, das ist immer gut. So. Die zwei Herren. Geh mal auf die Mission. Assassin. Sie kriegt jetzt erstmal ein anderes Outfit. Sie kriegt nämlich so eine Maske. Wieso kriegt sie keine Maske? Ist doch scheiße. Sie gleich mal ein bisschen trainieren. So. Wo haben wir denn ein paar Homies, die wir killen können? Ja, Homies sind das ja auch nicht, dass wir Homies gehen. Okay, jetzt muss ich erstmal warten. Ich bin zu heftig für diese, wenn sie da helfen. Das sind alle. Seit der Basar wieder geöffnet hat, ist das Leben besser. Wir haben das beste Baklava. Und alle Kaufleute kommen zu meinem Stand.
Achso, ja, da sind noch keine heftigen Laser dabei, das geht ja dann. Bei einem Arzt. Hat er dich mit Blut? Ja, das ist doch super. Die wurde jetzt schon mal befördert, weil sie ein paar Leute gekillt hat. Oh Gott, beschütze mich. Gleich wieder Erfahrungspunkte dazu gewonnen. Und da kann man dann auch da. Na super, jetzt ist sie gerade weg. Ah gut, jetzt greifen die Templer so eine Feste an und da kann man dann so einen festen Kampf machen. Das ist richtig lustig. Kann ich meine Assassinen da auch noch ein bisschen trainieren. So, da ist die Feste, die angegriffen wird. Die wird mir auf der Karte angezeigt. Da, nee, erstmal verbessern wir unsere kleine Assassinin, die jetzt auf Level 2 ist. Ja. Die kriegt dann entweder eine neue Rüstung, also bessere Rüstung oder bessere Waffen. Das kann man da aufrüsten. So. So. Sie ist aufgestiegen. Na, Stufe 3. Das heißt, sie ist 2 Stufen aufgestiegen. Ich kann einmal die Waffen verbessern. Die Rauchbomben. Ah, da kann man die Farbe ändern. Assassin Weiß ist aber am besten. So, jetzt ist sie im Kampf schon mal besser. So. Auf Level 3 haben wir die jetzt. Jetzt werden wir diesen festen Angriff machen. Aber vorher machen wir an dieser Stelle hier nochmal einen kleinen Cut.